vielleicht in die Bubble sticht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Aber irgendwie ist das irgendwie immer kontraproduktiv. So kommt es mir rüber, weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Vielleicht sehe ich das auch falsch. So. Ah, für wen war denn jetzt Waldmeister? Ich bin schon durch hier. Waldmeister groß, beide groß. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Heute gibt es Waldmeister, ne? Großer Waldmeister, ne? Ah, der Kompressor, der schafft das nicht, ey. Der fährt hier gegen die Wand, ey. Mal kurz ausmachen. Ich arbeite in der Musikindustrie. Die Konditionen, die Streamer mitbringen, sind für mich ein Traum, der so absurd ist, dass ich selbst über den Traum lachen musste. Also die Konditionen sind schon Bombe oder was? Dann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Am Anfang war das ja so, wer Twitch-Partner wird auf Twitch und so, das war ja so ein bisschen, sind wir mal ganz böse. Hast du jemanden gekannt, bist du Partner geworden, ne? Dann hast du auch dementsprechend einen guten Vertrag gekriegt. Und dass sie da jetzt eine gewisse Struktur reinbringen wollen, dass jeder genau weiß, so, wenn ich das erreiche, dann erreiche ich das und das und das. Das finde ich eigentlich, im Prinzip finde ich das gut. Hallo, heute nicht so gut drauf, aber wahrscheinlich bald meine Beziehung. Oh. Fühl dich gedrückt, Waldratte. Dann lieber einen sauberen Schnitt als sich quälen. Wenn nichts mehr geht. Lieber im Guten auseinandergehen als im Krach. Ja, Honig fährt ja auch. Beide, fühlt euch beide gedrückt. Was allerdings nicht heißt, dass ich gut heiße, aber die müssen auch mal irgendwie rumrühren, wie gerade auch von oben ganz schön. Ja, klar. Also, wie gesagt, ne, ich verstehe schon, weil die Strukturen sind einfach irgendwo nicht klar und die wollen halt irgendwo auch ein Gerüst schaffen, damit jeder weiß, was geht, was nicht geht. Wenn du irgendwas erreichen willst, was du dafür tun musst und so weiter und so fort. Das finde ich prinzipiell gut. Aber wie gesagt, das hakt noch ein bisschen an vielen Ecken, ne? Es wirkt einfach nicht zu Ende gedacht. Das ist einfach mal. Manchmal habe ich das Gefühl, die hauen das einfach raus, gucken, was passiert. Verstehst du ungefähr? Um zu gucken, wenn die alle die Kröte schlucken, dann ist okay. Wenn zu viel Wind gibt, ach, dann ziehen wir es halt wieder zurück und fertig. So kommt es mir ein bisschen vor. Ja, das ist genau das. Da bin ich auch ganz voll und bei dir. Also ich kann ehrlich verstehen, wenn jetzt viele sagen, ich habe die Nase voll von Twitch,
Ich werde jetzt eine Zeit lang nach Kick oder whatever gehen. Einfach, damit ich einfach wieder in ruhige Gewässer komme. Aber Frage ist halt, ob man da dann natürlich, wenn man große Reichweite hat, sag ich mal, dann glaube ich, tut das dann nicht so weh. Aber ich glaube, so ein kleiner Streamer wie bei mir, der läuft da gegen eine Wand, ne? Mir bringt das ja gar nichts. Also, ja, Stay hat so eine Art Interessengemeinschaft, will er gründen, rund um Streamer. Und die haben da die Grenze gezogen bei 50 Viewer Average, also Durchschnitt. Ist okay für mich, ne? Das ist. Aber ich finde. Ah, weiß ich nicht. Wenn da keiner auf Geschäftsebene mit dir kommuniziert richtig. Und selbst wenn es 40, 50 große deutsche Streamer sind, habe ich mir gestern noch so, ist mir noch so durch den Kopf gegangen. Was kannst du da bewirken? Ist denen das egal? Der amerikanische Markt, der asiatische Markt, alle anderen Märkte sind wahrscheinlich viel, viel größer wie Deutschland. Weiß nicht, ob das was bringt. Wechseln für Streamer, die nicht. Ja, Neuanfang. Ja, für mich war das ja auch hier, ne? Wo ich von Twitch rübergekommen bin. Ja, erst bin ich von Twitch nach Hitbox. Das war ja eine kleine Gemeinde, sag ich mal. Dann hat man sich schnell untereinander irgendwie kennengelernt. Aber hier auf Twitch ist halt eine. Ja, das ist wie so, als würdest du von deinem Dorfleben ins große Großstadtleben gehen. Würdest du auf einmal von Buxtehude. Nee. Nach New York ziehen, ne? Als Streamer ist das katastrophal. Aber ich kann es einfach verstehen. Auch wenn die eine Plattform, man muss sich halt bewusst sein, ist halt eine Casino-Plattform, ne? Willst du da unbedingt streamen? Aber welche Alternativen hast du? YouTube? Weiß ich nicht. Also das, was ich von YouTube so gesehen habe. Ich find YouTube komisch im Streaming. Also mir gefällt's persönlich, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja, der Wechsel damals von Hitbox zu Twitch in der Gruppe hat ja zumindest den Vorteil, dass man einfach viele Viewer mitgenommen hat. Ja und nein. Die viele, also ich sag mal, also auf Hitbox waren meine Zahlen schon ein bisschen besser wie auf Twitch die erste Zeit. Dann war die Motivation dann auch nicht mehr so da. So, wäre der ein oder andere Raid damals nicht immer hier reingekommen. Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal, mit dem Zeigen von etwas Besonderem, was halt meine, habe ich halt meine Nische gefunden, dank meiner Frau. Sonst wären hier auch nicht so viele. Würde ich nach wie vor Gaming machen, dann würde ich, glaube ich, von meinen 10 Viewern da sitzen. Weil das Guckverhalten hat sich ja auch geändert, ne? So.
Was willst du? Monster. Meine Frau grapscht mich an. Ruf die Polizei. Ich will das nicht. Me too. Lass das, ich bin nicht. Ja, genau. Genau das. Ich habe auch schon. Ich bin ehrlich, ne? Ich überlege ja schon seit einem Jahr irgendwie. Weil so manche Sachen gefallen mir auch hier nicht so. Aber letztendlich, du hast einfach keine Alternative, ne? Das ist einfach deren großer Vorteil. Hi Miri! Bist du wieder geärgert von meiner Frau? Ja. Er schreibt dir mir eine Eisliste und sagt, sie bräuchte nur ein bisschen Eis. Das ist so das Maximum, was ich hier produzieren kann. Arschnase. Echt, ey. Blöde Tussi. Muss ich erstmal schimpfen hier. Dann mache ich ihr so ein Knutschfleck. Den liebt sie ja total. Und dann werde ich gebissen, bestimmt. Was? Ja, nix. Irgendwie fühlt sich auch so festgefahren seit relativ langem, weil die Leute gucken halt die Gaming-Streamer, die sie schon immer gucken. Aber so als neuer. Ja, genau, das ist ja auch das. Das ist ja auch das, ne? Wenn du ganz frisch bist und so. Und du bist nicht in so einer Blase drin, dann hast du es ganz, ganz schwer. Ja, Gaming ist halt. Also kommt drauf an. Ich meine, beim dicken Sauerländer, da sagen wir mal so. Das ist witzig, ne? Der macht da sich auch einen Spaß draus, der macht einen Gaudi, der macht da so ein bisschen Unterhaltung. So, ich bin jetzt auch nicht so der Pro-Gamer-Gucker, ne? Also es gibt total. Also ich fand es auch spannend, als ich das live gesehen habe, CSGO-Turnier. Das ist super spannend, ne? Wenn man so weiß, wie schwer das manchmal dann ist und so, kann das halt super spannend sein, aber ja. So. Ja, das kann auch weg. Das Setting und Essen und Trinken. Boah, Essen, Trinken geht nicht immer bei mir. Da kriege ich sonst Hunger. Da werde ich immer hungrig, boah. So, ich stelle euch mal woanders hin. So.
So, da haben wir schon mal die Vanillepaste. Ja, schon mal wenigstens Vanilleeis, was ich machen können. So. Bin auch gestern mit dem Rad zum Abendessen und dann gleich und zurück. Ja, geil. Und hat schon genervt, wann fahren wir dann endlich mal mit dem Rad und gehen. Hat dieses Ja, mach doch! Immer raus, immer machen, du. Immer machen. Immer, immer tun, immer unterwegs sein. Immer raus aus der Hütte. Reißt Kilometer. Ja, dann Sportmiri. Sportmiri. Warte mal. Einen habe ich noch, ja. Shit. Blödsinn, Eissieler. Die Banane ist fertig. Stimmt doch mit mir nicht. Ich war jetzt bei. Eisdealer. Ja. Schulde. Nasses Handtuch mir. Ja, das ist ja normal. Für Pferd wäre das gerade zum Warm werden, glaube ich, 30 Kilometer. So, Banane. Ah, nächste Banane sofort. Ich brauche immer die Tür auf und zu hier. Multikronos, danke schön für deinen Follow. Vielen lieben Dank. 30 bis 50 war ich ganz gerne in der verlängerten Mittagspause, weil es nicht so lange dauert. Und er macht es wirklich. Kamera. Entschuldigt. Ich hab vergessen. Mein Junge, meine besten Freundin.
Heiß, ja. Hab gesehen, ne? Ihr habt jetzt diesen Monsunregen, ne? Oder ist das dann noch nicht Monsunregen? Oder sind das so die Wehen davor? Bevor das losgeht.